Also folgendes, ich habe mich verabredet mit meiner Köchin um 8.30 Uhr. Die musste kurz zum Arzt. Seit 8.30 Uhr ist meine Köchin quasi in der Praxis von Dr. Georgio festgenommen, weil keiner mehr rein und raus kann, aufgrund eines Verdachtes wegen Coronavirus. Und es hat sich seit 3,5 Stunden quasi noch nichts bewegt. Weder ein Notrettungsplan ist irgendwo in Kraft getreten, noch hat sich jemand vom Landratsamt oder vom Gesundheitsamt bis zum heutigen Zeitpunkt, bis 3,5 Stunden danach, gemeldet. Die Praxis ist nach wie vor isoliert, beziehungsweise es kommt keiner mehr raus oder rein in die Praxis. Und für mich sind das eigentlich momentan keine normalen Zustände, die hier herrschen in unserem Deutschland. Es wird zwar seitens des Gesundheitsministeriums wird von einer Epidemie gesprochen, aber meiner Ansicht nach besteht überhaupt kein Epidemieplan, beziehungsweise wie man das richtig vorbeugt. Ich wollte sie schon rausholen aus dem Fenster, aber das würde leider nicht möglich sein, weil sie Angst hat, sie würde diesbezüglich dann vom Gesetz wegen irgendwo belangt werden. Aber ich weiß es selber auch nicht, wie man sich jetzt in so einem Fall verhält. Auf jeden Fall nach wie vor ist sie so gut wie festgenommen und kann jetzt nicht ihre Tätigkeit für mich als Hotelier verrichten, die ich jetzt eigentlich von dieser Frau bräuchte.